Bevor wir reinstarten, darf ich euch noch auf eine Aktion bei meinem Partner Displayed aufmerksam machen. Denn bis einschließlich morgen kriegt ihr über den ersten Link in der Beschreibung noch einen Rabatt von 30% auf 1 bis 3 Displays, die ihr bestellt. Und ab 4 dann sogar 40%. Die Auswahl ist riesengroß. Jede Woche kommen neue Designs und neue Kollektionen raus. Und dazu sind die Poster auch noch per Magnet super einfach an der Wand zu befestigen. Wie gesagt, Leute, die Aktion läuft noch bis morgen. Checkt das Ganze auf jeden Fall ab. Erster Link in der Beschreibung und holt euch heute noch eure Displays. Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zur nächsten FIFA 22 Karrieresimulation und das alles heute mit niemand Geringeres als der Weltklasse von Maximilian Meyer. Begonnen hatte die Karriere von Meyer auf Schalke, wo er unter anderem einige Jugendmannschaften durchlief und dann im Jahre 2013, also auch im Alter von 17 Jahren gerade mal, sein Bundesliga-Debüt und unter anderem sogar einige Minuten in der Champions League für Schalke sammeln konnte. Von Anfang an war natürlich auch klar, dass es sich bei Meyer um ein ziemlich großes Talent handeln muss. Über 5 Jahre Schalke stagnierte die Entwicklung von Max Meyer letztendlich, sodass er den Verein im Jahre 2018 ablösefrei verließ. Und so verließ also nach den Aussagen seines Beraters Weltklasse-Spieler Max Meyer den FC Schalke 04 und ging sogar in die Premier League, da wo eben die Weltklasse unter anderem des Öfteren vertreten ist, und spielte neuerdings für Crystal Palace. Und von dort an ging es auch eigentlich nur noch bergab für Max Meyer. Der Mann ist mittlerweile 26 Jahre alt, spielt eigentlich bei Fenerbahce, ist aber aktuell in die dänische Liga zum FC Midtjylland ausgeliehen und hat nicht mal mehr einen Marktwert von 1 Million Euro. An der Stelle kommen wir natürlich mit der heutigen Karrieresimulation ins Spiel, denn wir machen Max Meyer wieder 18 Jahre jung, starten mit ihm beim FC Schalke 04 und wollen also gucken, was aus seiner Karriere vielleicht hätte werden können. Freunde, vergesst nicht den Daumen nach oben da zu lassen, für euch nur ein kleiner Klick für die Videos, eine mega Unterstützung. Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus oder gerne mit Vorschlägen für weitere Karrieresimulationen, Sprint to Glories oder andere Videos. Like gerne Vorschläge hoch und damit starten wir jetzt rein. Karrieresimulation mit Max Meyer. Let's go! Zuallererst Max Meyer zum Start der Karriere. Das müssten, glaube ich, seine FIFA 15 Werte sein, wenn mich nicht alles täuscht. Er hat ein 76er Rating, 18 Jahre jung, hat ein Potenzial von 87, ist 10er, mittlerweile, glaube ich, eigentlich 8er von der Position und heutzutage in FIFA 22 auch deutlich schlechter. Also, was heißt deutlich? Er hat nur noch einen 72 und damals in FIFA 15, das ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen was her, einfach eine 76. Mit dieser 76er Gesamtstärke ist der Mann nicht nur auf der einen Seite absoluter, unangefochtener Stammspieler, sondern auch der beste Spieler des Schalke-Kaders. Womit wir also zum allerersten Ballon d'Or-Sieger kommen und das wird tatsächlich Karim Benzema. Also ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Updates gab, dass der Mann jetzt eben auch für den ersten oder für die ersten Ballon d'Ors in Frage kommt. Lewandowski habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen, dass er den Ballon d'Or gewonnen hat und vor kurzem hatten wir ja auch Ronaldo, der den ersten Ballon d'Or gewonnen hat. Ach ja, und wenn wir gerade über Ronaldo reden, wir kommen zum Team of the Year, da haben wir wieder ultra viele Spieler von Manchester City dabei und jetzt ein paar von Real und auch irgendwie Ronaldo. Aber dieses Jahr ist Ronaldo dabei und irgendwie das ja Mal davor, wo er den Ballon d'Or sogar gewonnen hat, war er nicht im Team of the Year. Mann, ich verstehe hier gar nichts mehr. Damit sind wir also angekommen, Freunde. Juni 2022 zum Ende der ersten Saison hier. Zweite Bundesliga mit Schalke. Ich bin sehr gespannt, wie es lief und wie vor allen Dingen die Saison von Max Meyer lief. Das Wichtigste natürlich zuerst die Zweitligatabelle und wir sind erfolgreich aufgestiegen. Wie in echte Schalke, Hamburg, Bremen. Da aber Hamburg und Bremen mit der falschen Reihenfolge. Bremen Dritter und Hamburg Zweiter. Schalke wird aber Meister. Genau wie in echte 70 Zähler auf dem Konto. Und damit schon mal der erste Titel für Max Meyer. Auch wenn es nur in Anführungszeichen die zweite Bundesliga ist. Aber Titel ist Titel, nehmen wir mit. Im Pokal dann leider Gottes in der zweiten Runde ausgeschieden gegen einen Bundesligisten, gegen den VfB Stuttgart. Kann man, glaube ich, machen, wenn ich da oben sehe, dass Bremen gegen Regensburg verloren hat. Und jetzt also zu Max Meyer. Und der hatte, wie es auch eigentlich schon so ein bisschen zu erwarten war, eine richtig, richtig gute Saison gehabt als bester Spieler hier bei Schalke unter anderem 5 Gesamtstärken gewonnen. Von 76 geht es da auf 81 hoch. Sein Potenzial von 87 auf 90. Und in 36 Spielen, die er gemacht hat, das sind unter anderem, glaube ich, auch mit die meisten, also die meisten, die man, glaube ich, hätte machen können. So, also das Maximum an Spielen. Ihr wisst, was ich meine. 16 Tore, 4 Vorlagen, 20 Scorer. Das heißt, ein sehr guter Start. Natürlich, in Anführungszeichen, wieder nur in der zweiten Bundesliga. Aber ein guter Start ist nicht verkehrt. Gesamtstärke gewonnen, Potenzial auf 90. Also, ich würde mal sagen, da hatten wir schon deutlich schlechtere Starts. Der Start in die zweite Saison und es kommt zum ersten Wechsel. Max Meyer wechselt von der Bundesliga, gerade frisch aufgestiegen mit Schalke, in die Serie A zum SSC Neapel für 60 Millionen und Arkadio Schmillig im Tausch. Das ist ein Angebot, das konnte der FC Schalke 04 einfach nicht ablehnen. Schmillig spielt eine große Rolle bei denen. Dazu 60 Millionen Euro für die Bundesliga und für Meyer ist es, glaube ich, auch ein cooler Schritt. Er spielt unter anderem Champions League, spielt bei
einem Top-Club in Italien oder einer anderen Top-5-Liga in Europa. Und ja, mal gucken, wie er sich jetzt eben hier in Italien bei Neapel machen wird. Zu meiner Überraschung ist Max Meyer aber jetzt nicht hier irgendein Rotationsspieler oder Kaderspieler für den SSC Neapel, sondern tatsächlich Stammspieler hier in 4-3-3 auf der 10er-Position hinter Osimhen, hinter Insigne und Politano, die da vorne den Dreierangriff bilden. Fabian Elmas hinter ihm, Bastoni in der Innenverteidigung, Gaia, den ich hier vergessen hatte noch in die Linksverteidigerposition zu packen. Navas im Tor, Dest in der Rechtsverteidigung, also es ist auch schon echt keine, ja, so schlechte Truppe, die wir hier bei Neapel vorfinden. Was uns dann also zum zweiten Ballon d'Or für das heutige Video bringt, und das ist, wer sollte es auch anders sein? Ich hoffe nicht, dass die Mbappé-Lodor-Streak jetzt beginnt, aber es ist hier zumindest mal fürs erste Kylian Mbappé. Das Team of the Year habe ich jetzt irgendwie ein bisschen verpeilt oder einfach nicht gefunden, da bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher, aber ist glaube ich eh nicht so dramatisch. Meier ist kein Teil davon, wir wissen aber auch, wer der Ballon d'Or-Sieger ist, nämlich Kylian Mbappé, und damit sind wir angekommen zum Ende der zweiten Saison im Juni 2023. Oha, Leute, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Wir werden im ersten Jahr in einer anderen europäischen Top-5-Liga hier in Italien mit dem SSC Neapel einfach mal Meister. Einen einzigen Zähler Vorsprung auf Inter Mailand, dann wiederum 3 Punkte auf die Roma, also auf den AS Rom. Und wir werden aber trotzdem am Ende des Tages Meister. Und für Max Meyer ist es jetzt also der zweite Ligatitel in Folge nach der zweiten Bundesliga. Jetzt also auch mal ein richtig, richtig fetter Titel, nämlich der Scudetto aus Italien. Noch eine größere Überraschung ist dann einfach der Fakt, dass wir im Champions League-Finale waren. Wir haben uns da wirklich gegen hochkarätige Gegner durchgesetzt. War kein Mickey Mouse Run oder so gegen Benfica, Porto oder hast du nicht gesehen. Und dann im Finale gegen Liverpool 3:1 verloren. Aber das zeigt, glaube ich, auf der einen Seite, dass wir hier definitiv mit Neapel eine gute Entscheidung mit Max Meyer zusammen getroffen haben. Und dass die Mannschaft an sich ja auch schon jetzt gar nicht so weit davon entfernt ist, vielleicht doch mal aus eigener Kraft den Henkelpott zu gewinnen. Der Übergang für Max Meyer von der zweiten Liga in die Serie A war ziemlich reibungslos. 20 Scorer in der zweiten Bundesliga, 20 Scorer aber auch genauso in der Serie A. 15 Tore und 5 Vorlagen, seine Gesamtstärke steigt plus 4 von 81 auf 85 und sein Potenzial von 90 auf 92. Ziemlich stabile Werte für einen gerade mal 20-Jährigen. Ach ja, was ich auch noch erwähnen wollte, der Junge sieht auch mit Facescan und alles jetzt im FIFA 22 fast immer noch genauso aus wie, ja, vor 7, 8 Jahren. Zu FIFA 14 oder 15 Zeiten. Ich will aber vielleicht noch ein paar mehr Tore und Vorlagen aus Max Meyer rauskitzeln. Und so habe ich also die Idee gehabt, ihn vielleicht von der Position her umzutrainieren. Vom Zehner also zum rechten Flügel, sodass er noch mehr Offensivakzente setzen kann und vielleicht das ein oder andere Tor besonders mehr machen kann. So sieht dann jetzt also die Mannschaft vom SSC Neapel aus. Mit Meyer also auf dem rechten Flügel, Osimhen ganz vorne, Insigne auf dem linken Flügel. Ansonsten noch neu dazugekommen im Mittelfeld, Tielemans und Bissouma im Doppelpack. Der dritte Ballon d'Or-Sieger für das heutige Video, und wir haben ein wenig Abwechslung, das ist echt der absolute Wahnsinn. Zuerst gewinnt ihn Benzema, dann Mbappé und jetzt in der dritten Saison also Mohamed Salah vom FC Liverpool. Das Team of the Year dieses Jahr wird praktisch fast völlig dominiert von Liverpool-Spielern, ansonsten noch so ein bisschen Salt Bae von Real Madrid und Marquinhos von Paris ist auch dabei. Womit wir also auch zum Ende dieser dritten Saison kommen, im Juni 2024. Leider keine zweite Meisterschaft in Folge. Dieses Jahr schlägt uns Inter Mailand auf der anderen Seite Uno Reverse Card mäßig mit einem einzigen Punkt in der Liga-Tabelle. 78 Punkte für Inter, 77 Punkte für uns. Ganz, ganz bittere Angelegenheit, aber ja gut, wir haben im ersten Jahr die Meisterschaft gewonnen, dieses Jahr die Vizemeisterschaft, ganz, ganz knapp die Meisterschaft nur verpasst, also geht schlimmer, würde ich meinen. Ah, ja, perfekt, alles klar, schlimmer geht's auf jeden Fall, indem man eigentlich das nationale Double hätte gewinnen können, aber beide Mailänder Clubs jetzt wahrscheinlich Arm in Arm Pokal und Meisterschaft feiern werden. Die Idee, Meyer auf den Flügel zu packen, damit er vielleicht ein paar mehr Scorer macht, vor allen Dingen mehr Tore, hat sich als goldrichtige Entscheidung erwiesen. 3 Gesamtstärken unter anderem gewonnen, von 85 auf 88, gut, das ist relativ normal. Er wird jetzt nicht jede Saison 5 Gesamtstärken gewinnen können. Sein Potenzial steigt von 92 auf 95. 22 Tore, 5 Vorlagen, 27 Scorer. Klar, es sind jetzt nicht irgendwie 20 mehr als in der vergangenen Saison, aber 27 im Vergleich zu 20 vorher ist, finde ich, ein stabiler Schritt nach vorne. Und allgemein, Meyer als Flügel scheint eine richtig gute Zukunft zu haben.
Das sieht man auch beim FC Liverpool und ist bereit, 304,7 Millionen Euro für Max Meyer auf den Tisch zu legen. Sadio Mané verließ den Verein und ja, es brauchte Ersatz. Meyer zeigte sich als Flügelspieler, dass er es da definitiv drauf hat. Er ist auch noch mega jung, das heißt, da gibt es auch noch einiges an Potenzial nach oben. Und da lässt sich natürlich Jürgen Klopp nicht lumpen und holt seinen Landsmann zu den Reds, zum FC Liverpool, an die Anfield Road. Und das für, wie gesagt, über 300 Millionen Euro. Eine sehr, sehr stolze Summe für einen Spieler wie Max Meyer. Aber gut, das ist ja auch ein ganz anderer Max Meyer. Der wird dieses Mal wirklich Weltklasse. Als Mané-Ersatz müssen wir natürlich noch die Position von Meyer ein bisschen anpassen und packen ihn da jetzt vom rechten auf den linken Flügel. Rechts spielt natürlich Mohamed Salah. Und das hier ist die Liverpool-Mannschaft, Freunde. Und die hat es ultra krass in sich. Mal abgesehen davon, dass so Spieler wie Alexander-Arnold oder so sich noch weiterentwickelt haben und jetzt bei einer 90 sind, sind aber auch die Neuzugänge echt richtig, richtig stark mit einem Kimpembe in der Innenverteidigung oder Pedri und Goretzka im Mittelfeld. Der vierte Ballon d'Or-Sieger, und ich hoffe mal nicht, dass es jetzt die Mbappé-Ludor-Zeit ist, aber ja, von 4 Ballon d'Or-Siegern, die wir bisher hatten, ist es 2-mal Mbappé geworden und ich hoffe, dass er jetzt nicht am Ende des Videos es auf 5 oder 6 anhebt. Das Team of the Year dieses Jahr ein paar mehr Vereine dabei, unter anderem Liverpool, der FC Bayern, Paris Saint-Germain, aber auch als Beispiel Inter Mailand mit Barella und ja, vielleicht ja viele Liverpool-Teamkollegen dabei, vielleicht ja auch nächstes Jahr mit Max Meyer, wenn wir abliefern oder wenn der Junge abliefert. Hoffen wir einfach mal, aber ich glaube, wir sind hier mit Liverpool schon beim richtigen Verein. Wenn ich da unten noch sehe, Meyer holt sich einen Spieler des Monats Award, das sieht schon mal ganz okay aus. Aber wie das Ganze jetzt genau aussah mit den ganzen Statistiken, Liga, Tabelle, Champions League, Pokal, Meyer, Statistiken, Tore, Vorlagen, Pokale und alles, habt ihr nicht gesehen? Das schauen wir uns jetzt an. Der dritte Ligatitel für Max Meyer ist eingetütet nach zweiter Liga, Serie A, jetzt dann also auch die Premier League mit Liverpool gewonnen, 5 Punkte Vorsprung am Ende vom Manchester United und Everton, die auch irgendwie richtig stabil geworden sind. 9 Punkte nur hinter uns. Mal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Brighton auf 5, aber auch relativ verrückt. Allgemein sehr verrückte Premier League. Das kommende Finale war für uns das 8. Finalspiel. Liverpool gegen Real Madrid und wir haben mies auf die Fresse bekommen. 4:1 am Ende verloren. Das tut schon mega weh, weil ich vor allen Dingen auch nicht glauben kann, dass die Real Madrid-Mannschaft irgendwie so viel besser ist. Und Meyer ist echt der Wahnsinn, Leute. Der steigert sich von Saison zu Saison. Das ist wirklich zu wild, hätte ich nicht erwartet, dass er auch in der Premier League direkt so loslegen wird. 50 Spiele, 25 Tore, 8 Vorlagen von der Gesamtstärke plus 4 von 88 auf 92 und dazu dann noch das Potenzial von 95 auf 97 mit gerade mal 22 Jahren. Also ich würde mal behaupten, Max Meyer stehen alle Türen offen und in Liverpool haben wir jetzt hier genau den richtigen und perfekten Verein für ihn gefunden. Womit wir also zum Ballon d'Or-Sieger der 5. Saison kommen und das würde immerhin nicht Kylian Mbappé, es ist Erling Haaland, der damit der 3. verschiedene Ballon d'Or-Sieger für dieses heutige Video wird. Und nun zum UEFA Team of the Year. Ich weiß nicht, ob man einen Meyer als Stürmer werten würde, aber da ist leider kein Platz mit Haaland und Mbappé, die wahrscheinlich auch beide für den Ballon d'Or nominiert waren. Dementsprechend leider auch für Meyer kein Platz im Team of the Year. So, dann wollen wir mal gucken. Ende der 5. Saison im Juni 2026. Es ist nicht der Ligatitel. 3 Punkte am Ende hinter Everton gelandet. City wird Zweiter. Everton wird Meister. Und wir also am Ende des Tages nur Tabellendritter. Aber hier in der Premier League passiert eben auch ganz, ganz viel Mist, wenn man sich das Ganze mal anguckt. Wolves auf der 5, Chelsea 7, Arsenal 8. Junge, was geht hier eigentlich ab gerade? Alter, Max Meyer, Junge, was ist denn bitte los mit dir? In der Gesamtstärke steigt er zwar nur in Anführungszeichen von 92 auf 93, sein Potenzial von 95 auf 97 und Junge, schaut euch mal bitte die Scorer an. 58 Spiele, 27 Tore, 14 Vorlagen, er macht einfach so weiter wie zuvor, jede Saison eine Schippe drauf und jetzt sind wir also schon bei über 40 Scorern, 41 an der Zahl in 58 Spielen. Das ist ja vielleicht echt eine Ballon d'Or-Saison, wenn wir halt nicht einfach keinen einzigen Titel gewonnen hätten. In der Liga Dritter, im Pokal früh raus, in der Champions League früh raus. Also ja, wenn das noch gestimmt hätte, dann könnten wir vielleicht nächste Saison eigentlich den Ballon d'Or gewinnen. So wird es, glaube ich, relativ schwierig. Ach ja, Leute, ich habe irgendwie total verpeilt, dass Max Meyer ja auch Nationalmannschaft spielt und ich weiß nicht, ob er die eine
die erste WM wird er nicht mitgenommen haben, die EM danach ja, aber wir kommen jetzt erst zur WM 2026 und da ist Deutschland im Viertelfinale mit 3:0 gegen Portugal ausgeschieden. Ja gut, Digga, vielleicht auch vernünftig, dass ich euch nichts von der Nationalmannschaft gezeigt habe, weil Max Meyer mit einer 92er Gesamtstärke als linker Flügel kein einziges verdammtes Spiel für Deutschland gemacht hat. Dafür aber Musiala. So. Verstehe ich nicht. So, was ist das für eine Logik, dass wahrscheinlich die Mannschaft halt mit LM ist bei Deutschland, aber ein LF da nicht spielen kann? Ich verstehe das einfach in keiner Welt. Für die 6. Saison habe ich den Ballon d'Or-Sieger irgendwie nicht gefunden. Das ist jetzt auch mal ganz überraschend. Ich weiß aber, dass es einer aus Vinicius, Rodrigo, Mbappé oder Sancho geworden ist, weil hier ja unter anderem eben dieser News-Artikel steht mit Wer wird Spieler des Jahres? Und da sieht man ja, wer die vier Kandidaten sind. Und Max Meyer ist es nicht. Dementsprechend ist es völlig uninteressant für uns. Wahrscheinlich ist es dann am Ende einer von Mbappé oder Vinicius geworden, weil die beiden Kandidaten im Team of the Year sind. Genauso wie Vitinho von Everton. Araujo bei Bayern, Junge, also, ne, das ist ja mal ganz verrückt hier. Das Ende der 6. Saison, Juni 2027. Ich hoffe, Meyer hat einfach genau da weitergemacht, wo er aufgehört hat, nämlich sich immer mehr und mehr kontinuierlich zu verbessern. Und vielleicht, ganz vielleicht, hat Liverpool und die Mannschaft und der gesamte Kader und der gesamte Club jetzt auch mal abgeliefert und wir haben Titel gewonnen. Das ist die große Hoffnung. Ja, Freunde, der nächste Ligatitel, Nummer 2 hier in England, mit 12 Punkten Vorsprung am Ende auf Manchester United, also das war eine super eindeutige Geschichte für uns. Es ist aber nicht nur die Liga, Freunde, sondern auch der FA Cup, wo wir im Finale mit 2:0 gegen den FC Chelsea gewinnen. Und zu guter Letzt, Freunde, die Creme de la Creme im Champions League Finale gegen den AC Mailand, das Finale, was es ja unter anderem auch 2005 damals gab, das legendäre in Istanbul, gewinnen wir hier aber relativ entspannt mit 1:0, relativ unspektakulär, soll mir aber egal sein, denn wir haben das Triple gewonnen. Mann, das fucking Triple, Liga, FA Cup und zu guter Letzt den Henkel Pott, die Champions League für Max Meyer, der auch schon den ein oder anderen Titel gewonnen hat, aber sowas ist natürlich immer ganz, ganz besonders. Holy shit, Digga, wenn Meyer jetzt nicht den Ballon d'Or gewinnt, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann weiß ich wirklich nicht weiter. 63 Spiele plus 4 in der Gesamtstärke von 93 auf 97. Sein Potenzial von 97 auf 99 und in 63 Spielen macht der Mann 33 Tore und 14 Vorlagen. Das sind fast 50 Scorer, 47, um genau zu sein an der Zahl. Der absolute Wahnsinn. Und jetzt ist nur noch die Frage, gewinnt Max Meyer endlich seinen, jetzt würde ich mal auf jeden Fall behaupten, mit Triple und solchen Werten, wohlverdienten Ballon d'Or? Oder wird ihm Kylian Mbappé oder sonstige Kandidaten da einen Strich durch die Rechnung machen? Max Meyer wird jetzt aber ein bisschen gierig, wie damals auch bei Schalke schon, denn er verlässt den FC Liverpool für 468,7 Millionen. Geht es in eine weitere Top-5-Liga in Europa, geht es nach Spanien zu Atletico Madrid, wo er beim neuen Projekt von Atletico der neue Star sein soll, der Shootingstar der Mannschaft und nicht wie bei Liverpool, klar, auch da war er vom Rating mit der Beste, aber im Vergleich zum Rest der Mannschaft gab es auch andere Topspieler wie ein Salah, wie Rodrigo, wie Jota, Pedri, Goretzka, hast du nicht gesehen. Und hier bei Atletico ist er der alleinige Herrscher, kann man so ein bisschen sagen. Das hier ist die Mannschaft von Atletico Madrid. Ist jetzt nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Geht definitiv schlechter, aber im Vergleich zu Liverpool ist das Ganze hier schon Downgrade, außer das Mittelfeld. Damit sind wir mit Bellingham, Gravenberg und Tchouaméni echt richtig krank aufgestellt. Come on, der Ballon d'Or-Sieger der 7. Saison. Wie ist das bitte Mbappé geworden, Mann? Das kann doch nicht sein. Dieses Spiel ist komplett rigged, Alter. Wir gewinnen das Triple. Meyer macht fast 50 Scorer. Und das Spiel denkt sich, ah, nee, Mbappé, du hast zwar wahrscheinlich nichts gewonnen, außer vielleicht die Liga in Frankreich, die du eh immer im Dauerabo gewinnst. Und den Pokal, wo das gleiche gilt mit dem scheiß Dauerabo in Frankreich. Aber ja, hier noch ein Ballon d'Or und noch ein Ballon d'Or und noch ein Ballon d'Or. Und ach ja, was habe ich noch vergessen? Noch ein Ballon d'Or. Wow, herzlichen Glückwunsch. Meyer ist immerhin Teil im Team of the Year 2027. Der Wahnsinn. Er hätte Ballon d'Or-Sieger werden müssen. Mann, was ist das für eine Frechheit?
Ich bin echt sprachlos, Leute. Juni 2028, wir kommen zu den Wettbewerben. Unter anderem die Meisterschaft nicht gewonnen. 2 Punkte fehlen uns am Ende. Leider Gottes auf den FC Barcelona. 80 Punkte wir, 82 der FC Barcelona. Ja, leider kein weiterer Ligatitel. In der Champions League haut uns dann noch ausgerechnet im Halbfinale Paris Saint-Germain raus. Im Elfmeterschießen mit 5 zu 4. Wahrscheinlich macht Mbappé noch den entscheidenden Elfmeter und zeigt Max Meyer und mir den Mittelfinger. Max Meyer lässt sich aber nicht unterkriegen. 29 Tore, 16 Vorlagen. Ist zwar nicht seine stärkste Saison, die war ja bei 47 Scorer. Hier sind es aber immerhin noch nur 45. 29 Tore, 16 Vorlagen. Starke Werte von der Gesamtstärke nicht gestiegen. Potenzial bleibt auch bei 99. Aber ich würde auch mal sagen, so langsam aber sicher sieht es so ein bisschen so aus, als wären wir hier auch mit Max Meyer, gerade was das Rating angeht, echt am Maximum angekommen. Weil ich glaube, wenn er 99 Potenzial jetzt noch erreichen würde, dann hätte er es jetzt schon längst erreicht. Und Freunde, ich bin ehrlich zu euch, eigentlich war das Video für mich nach der 7. Saison vorbei. Aber wir haben eine 8. rangehangen und Max Meyer, ich weiß nicht wie. Die Saison war krass, ja, 45 Scorer, aber im Champions League Halbfinale raus, keinen Titel wieder mal gewonnen. Davor mit Liverpool das Triple und da nicht den Ballon d'Or gewonnen. Mit einer richtig krassen Saison. Nochmal mehr Scorer als jetzt die vergangene Saison. Und aber jetzt gewinnt Max Meyer, so wollte ich sagen, den Ballon d'Or. Der absolute Wahnsinn. Eine Saison noch drangehangen. Eigentlich war für mich das Video nach der 7. Saison vorbei. Ich habe es aufgegeben. Ich habe da auch nach den Stats jetzt, also nach seinen Statistiken, noch seine Ingame-Werte gezeigt, damit das Video eben so, ne, zum Abschied geht, zu der Endgrafik und so weiter. Aber ich dachte mir am Abend dann noch, nee, ich will es versuchen, eine Saison wenigstens noch zu simulieren, die 8. Vielleicht wird er ja da den Ballon d'Or gewinnen und siehe da, er gewinnt den Ballon d'Or, ohne dass wir irgendwas gewonnen haben, was komplett verrückt ist. Ich verstehe gar nichts mehr. Juni 2029, ich habe das Team of the Year nicht gefunden, aber da scheiß ich auch komplett drauf, denn wir sind Ballon d'Or-Sieger und damit eh im Team of the Year. Und wir waren ja auch schon mal im Team of the Year, deswegen kann mich nicht mehr beeindrucken. Immerhin noch ein weiterer Ligatitel in dieser letzten Saison in einem weiteren Land, jetzt also nach Deutschland, Italien, England, also auch die Liga-Meisterschaft in Spanien in La Liga. Ein einziger Zähler trennt uns da am Ende von Barcelona, den Pokal, den haben wir eben gewonnen, das nationale Double damit also gesichert. Und ja, ich würde mal sagen, das ist gerade was Titel und auch persönliche Titel für Max Meyer angeht, ein sehr persönlicher Abschluss. In der Champions League leider gegen Paris wieder geflogen im Viertelfinale, aber wie gesagt, auch darauf scheiß ich komplett. Es ist die letzte Saison und Meyer hat seinen fucking Ballon d'Or gewonnen. Und das alles, obwohl die letzte Saison eigentlich nicht mal so das Wahre war. Von den Scorern her ist Meyer auf einem Niveau mit Jude Bellingham, aber ja gut, das soll jetzt glaube ich nicht heißen, dass Meyer so kacke war, sondern auch Bellingham einfach krass, 22 Tore, 12 Vorlagen. Ist jetzt nicht die beste Saison von Max Meyer. Gehört er zu den schlechteren, zu den schlechtesten sogar. 97er Rating, Potenzial bleibt auch noch bei 99. Aber ich würde auch mal, wie schon vorher erwähnt, sagen, dass wir hier irgendwo vielleicht auch schon am Ende am Limit angekommen sind für Max Meyer mit einer 97er Gesamtstärke. Aber ich glaube, das Limit haben wir jetzt so oder so erreicht, was Titel angeht. Champions League gewonnen, Triple gewonnen. Und jetzt also auch nicht nur im Team of the Year einmal gewesen, sondern ein weiteres Mal im Team of the Year. Und viel wichtiger noch, den Ballon d'Or gewonnen. Das sind die Werte von Max Meyer und das kann sich auf alle Fälle sehen lassen für einen Spieler, der eigentlich als Zehner begonnen hatte. 99 Tempo, 92 Schießen, 92 Passen, 96 Dribbling, keine Physis. Ein weiterer Spieler, den man als kleine Messi bezeichnen könnte. Und das soll es an der Stelle also mit der Karrieresimulation gewesen sein, Freunde. Wir kommen jetzt also natürlich wie immer abschließend noch zur finalen Grafik. Okay Leute, das soll es also an der Stelle gewesen sein von der heutigen Karrieresimulation mit der Weltklasse, auch wirklicher Weltklasse. Der beste Spieler der Welt war ja sogar zwischenzeitlich Max Meyer. Am Ende des Videos war er 26 Jahre alt, hatte eine 97er Gesamtstärke, zwar noch ein Potenzial von 99, aber man kann sich, glaube ich, relativ sicher sein, dass die 97er Gesamtstärke bei Meyer irgendwo das finale Limit war. In 8 Saisons kam der Mann auf 189 Tore. Ich glaube, noch kein Spieler in der Karrieresimulation war so dermaßen konstant, gerade was die Tore angeht, wie Max Meyer und auch vor allen Dingen für seine Position. Er war ja kein Stürmer. 78 Vorlagen daneben hat er auch noch erzielt. Begonnen hatten wir die Karriere bei Schalke. Von Schalke ging es zu Neapel, von Neapel in die Premier League zu Liverpool und von Liverpool zu guter Letzt nochmal zu Atletico Madrid. Bei diesen drei Wechseln flossen unter anderem über 833,4 Millionen Euro, was glaube ich auch schon
von der Transfersumme, wenn mich nicht alles täuscht, der neue Rekord ist. Aber korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich falsch liegen sollte. In 4 verschiedenen Ligen und Ländern hat der Mann 8 Titel gewonnen. Unter anderem mehrere Ligatitel, Pokale und natürlich auch die Champions League sowie ein Triple. Und zu guter Letzt die Creme de la Creme, Freunde. 2-mal war der Mann im Team of the Year und in der allerletzten Saison gewinnt er dann also auch noch den Ballon d'Or. Und ich glaube, besser wird's auch nicht mehr. Das soll es also der Stelle gewesen sein von der heutigen FIFA 22 Karrieresimulation mit Max Meyer. Ich hoffe, das Ganze hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, Freunde, vergesst den Daumen nach oben nicht, Abo-Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen, Kommentar für den Algorithmus und gerne auch Vorschläge für weitere Spieler, SDGs, like gerne Vorschläge hoch. Und damit verabschiede ich mich an der Stelle, wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bis dahin, haut rein und ciao.